Dr. Sun was probably too. So, heute ist wirklich angenehme Temperatur. Wir haben immer noch unter 30 Grad, obwohl wir schon 12 Uhr haben. Und ja, selbst in der Sonne, es ist aushaltbar. Super nice. Es war ziemlich windig und die Airqualität soll bedenklich sein hier im Modesto Area. Aber, ja, meine Avocado versuchen wir nochmal zu retten. Die hat 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 Mal versucht, einen Stamm zu bilden. Ist jedes Mal vertrocknet in der Sonne hier. Die Sonne ist nämlich ziemlich krass. Ah, wir geben denen nochmal eine Chance. Mal sehen. Es war ziemlich faulig. Ich hoffe, die schafft es denn. Auf jeden Fall hat die Avocado einen krassen Überlebenstrieb. Ja, der Ryan hat mich schon angerufen, hat mir schon wieder die Storys erzählt. Hat mir die Hälfte von dem, was er mir schon mal erzählt hat, nochmal erzählt. War das irgendwie immer verpeilt, was er mir schon erzählt hat und was nicht. Ah ja, vielleicht gehen wir morgen angeln. Will mich nachher nochmal anrufen, aber passiert wahrscheinlich nicht. Wie ich ihn kenne. So, bei 29 Grad. Angenehm. Machen wir uns mal auf zu Walmart. Ein paar Kleinigkeiten After Sun besorgen und Lien braucht wieder Erde für ihren Garten und so weiter. Also, auf geht's. Hier ist noch, ja, hier gibt's Einbahnstraßen überall. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Also der Walmart, das war wieder für die Katz. Die hatten weder Erde, noch hatten die After Sun, noch sonst was. Ja, also zum nächsten Walmart. So, wir sind vom zweiten Walmart wieder da und wir waren erfolgreich. Also die After Sun haben wir auch hier nicht bekommen, aber die Lane hat Blumen gekauft. Und Erde gab es auch zum halben Preis. Und ich habe eine Short gefunden, wo ich dachte, die kostet 19 Dollar. Und dann im Endeffekt war sie nur 13,50 Dollar von Wrangler. Also ich hoffe, die passt. Ja, also, das war gut. Ab nach Hause. So, wir sind wieder zu Hause. Draußen doch wieder 31 Grad geworden. Diane ist super happy mit ihren neuen Pflanzen und mit ihrer neuen Erde. Begibt sich direkt in den Garten, um ja, da tätig zu werden. Meine kaputten Shorts werden hoffentlich ersetzt, denn die Umkleidekabinen sind alle geschlossen. Ich habe mir so Wrangler Shorts, wie gesagt, geholt. Es müsste die gleiche Größe sein. Ich hoffe, die passt. Ja. Endlich. Bei 13,50 kann man nicht mehr kommen. So, die Hose passt ein Glück. Was zum einen gut ist und zum anderen ein bisschen erschreckend, denn das ist die deutsche Größe 50, amerikanische Größe 34. Also es ist ein bisschen Luft nach oben hin, wobei ich, naja, ne, eigentlich habe vorhab abzunehmen. Und dann ist sie wesentlich zu groß. Liane ist super happy. Denn jetzt sieht es hier noch mehr nach Urwald aus als vorher. Ja, bald abends ist Essenszeit. Sonnenuntergang gibt es heute nicht. Ist es schon nice runtergekühlt? Ich meine, war den ganzen Tag nicht so warm. Nice. Ja. Im Nachbarsgarten ist irgendwie Weihnachten. Keine Ahnung. Bisschen seltsam. So, heute Salat mit Dosenthunfisch. This one's yours. Das ist meine. Und die Lena hat Gouda gefunden. Das heißt, ich kriege heute meinen geliebten Gouda. Anstatt diesen komischen amerikanischen Käse. Why? Because of the green. Das muss heute reichen. Das ist wirklich mal eine kühle Nacht. Lien pennt schon eine Weile. Bin mal sehr gespannt, ob der Ryan sich morgen melden, wir angeln gehen, aber ich glaube eher nicht. Lien arbeitet morgen. Ah.
Mal sehen.